zunächst einmal, wie schon angekündigt, ein paar kurze Sätze zu mir. Christiane Rösel, seit 4,5 Jahren arbeite ich im Landesdienst für die APIs, aber ich komme tatsächlich dort her, wo der Sturm nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich doll tobt. Ich bin in Cuxhaven an der Nordseeküste geboren, in Norderstedt bei Hamburg aufgewachsen, habe mit meiner Familie 22 Jahre in Marburg-Lahn gelebt und das ist auch der gemeinsame Nenner zu Ihrem Gemeinschaftspastor. Wir haben beide etwas mit Marburg zu tun. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, Frau Rösel, aber wie sind Sie hierher zu uns gekommen? Schuld ist mein Mann, er ist seit einigen Jahren Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft und damit national und international damit beschäftigt, wie findet die Bibel neu einen Weg zu den Menschen. Ich selbst, vorhin wurde das gesagt, arbeite mit einer halben Stelle für den Bereich Erwachsene und kreative Verkündigung. Das heißt, ich probiere neue Formen der Bibelarbeit aus. Aber, und auch das gehört dazu, wenn wir so über dieses Jahr nachdenken, seit März hat sich auch meine Arbeit komplett verändert. Und immer wieder wird ja gefragt, wie systemrelevant sind eigentlich Kirchen und Gemeinden in unserer Zeit? Ich habe neulich ein Zitat des Altbischofs Huber gelesen, der, wie ich finde, sehr klug auf diese Frage geantwortet hat. Bischof Huber hat nämlich gesagt, die Gemeinde Jesu ist nicht systemrelevant, sondern existenzrelevant. Und ich denke, das ist etwas, was uns immer wieder auch in den nächsten Monaten beschäftigen wird. Was heißt das für unsere gemeinsame Arbeit, existenzrelevant zu sein, nicht nur für uns selbst, sondern auch die Menschen in unserem Umfeld. Was muss sich vielleicht verändern in unserer Arbeit? Das ist etwas, was zumindest mich sehr stark beschäftigt. Jetzt aber zu unserem Thema heute Vormittag, im Sturm auf die Probe gestellt. Und lassen Sie uns dieses Thema miteinander anschauen, in diesem Vertrauen. Gott ist da, wir müssen das hier nicht alleine machen. Auf einmal war er da, dieser Gedanke im Winter 2020. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Ist der Glaube, ist mein Glaube nur so etwas wie eine freundliche Zugabe in meinem Leben? Aber wenn ich in meinen Alltag hineinschaue, komme ich eigentlich ganz gut alleine zurecht? Was wäre wohl mit meinem Glauben, wenn er getestet wird? Worauf und auf wen vertraue ich, wenn es darauf ankommt? Diese Frage wird uns in diesem Gottesdienst beschäftigen mit folgender Geschichte. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück. Dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still.
Und Jesus fragte die Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich: Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wer bist du, Jesus? Was für eine Geschichte, oder? Da sitzen erfahrene Männer im Boot, die vermutlich schon so manchen Sturm erlebt haben. Und dann das. Dann passiert etwas, was ihnen wirklich Angst macht. Nicht ein bisschen, nicht ein bisschen ein mulmiges Gefühl, sondern es macht ihnen richtig Angst. Ihre Schutzmechanismen bleiben auf der Strecke. Und bitte vergessen Sie nicht, wir wissen, dass es gut ausgeht. Die Jünger im Boot wussten es nicht. Und wissen Sie, das ist mein Eindruck, dass wir oft biblische Geschichten von ihrem Ende her lesen und denken. Und von daher die Spannung, die da drin steckt, oft gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Okay, es war schwierig, am Ende geht es gut auf, so ist es eben. Nein, so ist es eben nicht immer. Wir wissen, dass es gut ausgeht, die Jünger wussten es nicht. Vieles haben die Jünger ja schon mit Jesus erlebt, aber in dieser Nacht, in dieser Nacht geht es nicht um die anderen, es geht um sie, um die Jünger, um die, die ihm treu nachfolgen. Und haben Sie die Frage des Bibeltextes noch im Ohr? Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wer bist du, Jesus? Mein Eindruck ist, dass wir in Zeiten, in denen es stürmt in unserem Leben, dass in diesen Zeiten diese Frage nochmal eine neue Bedeutung bekommt. Und wissen Sie, ich glaube, es ist auch die Zeit und der Moment, in der mein Bild von Jesus noch einmal überprüft wird. Wer bist du, Jesus? Und ist das, wie ich gedacht habe, dass du bist, ist das die Wirklichkeit? Oder bist du vielleicht noch ganz anders? Und viel existenzieller auch die Frage: Trägt mein Bild, das ich von Jesus habe, jetzt? Und lassen Sie mich das an der Stelle einmal auch so ehrlich und so persönlich sagen. Diese Wochen und Monate haben etwas mit mir gemacht. Sie haben auch etwas mit meinem Glauben gemacht. Und glauben Sie mir, vieles höre und lese ich nochmal anders, als ich es vorher getan habe. Und diese Frage sag ich nicht nur ihn, sondern es ist eine Frage, die mich ganz persönlich sehr stark beschäftigt. Wer bist du, Jesus? Und hält und trägt die Beziehung zu dir jetzt, jetzt, wenn es darauf ankommt. Wer bist du, Jesus? Und eine zweite Frage steckt für mich in diesem Text, nämlich die Frage: Macht es dir nichts aus? Macht es dir nichts aus? Die Jünger fragen Jesus: Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Und bitte stellen Sie es sich einmal vor: Der Sturm tobt, die Gischt schäumt, Wellen peitschen in das Boot, langsam läuft es voll. Und wie ist das, wenn es stürmt? Dann springen doch unsere normalen Mechanismen an. Die einen fangen an zu rudern, die nächsten fangen an zu schöpfen. Jeder tut, was er kann. Wirklich jeder?
Auf einmal fällt der Blick der Jünger auf Jesus, der hinten im Boot liegt und schläft. Und es ist ja nicht so, dass Jesus irgendwann von selbst aufwacht, sich verwundert, die Augen reibt und überlegt, was hier gerade los ist. Nein, es ist so, die Jünger gehen zu ihm hin. Ich stelle mir vor, sie rütteln ihn vielleicht auch und haben diese Frage im Herzen. Jesus, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Macht es dir nichts aus? Die Familienmutter aus dem Vogtland, die regelmäßig auf einem der Wochenenden auf dem Schönblick dabei gewesen ist, sie hat jahrelang mit einer Krebserkrankung gekämpft, ihren Mann und die beiden Söhne zurückgelassen und ist im Frühsommer verstorben. Und da ist sie doch diese Frage: Jesus, macht es dir eigentlich nichts aus? Und der Vater, der mit seiner Selbstständigkeit kämpft und nicht sicher ist, ob er den Familienunterhalt weiter gewährleisten kann. Jesus, macht es dir eigentlich nichts aus? Und es ist doch so, in einer persönlichen Not und wie jetzt in einer globalen Krise bleiben Fragen offen. Und wissen Sie, ich bin skeptisch immer dann, wenn ich auf glatte christliche Antworten treffe, auch in diesen Zeiten. Zum Beispiel eine Antwort heißt ja, Gott kommt nie zu spät. Glaube ich das? Auch jetzt und heute? Und wenn er doch einmal vermeintlich zu spät kommt, was bleibt von Ihrem und meinem Glauben? Was hilft und trägt jetzt mitten in dieser Angst und Unsicherheit? Und wissen Sie, eines habe ich noch einmal neu für mich gelernt in den vergangenen Wochen, dass mich nicht erst die Antworten, die ich erhalte, sondern auch meine Fragen näher zu Jesus bringen. Und es bringt mich auch diese verzweifelte Bitte näher zu ihm. Die verzweifelte Bitte, macht es dir nichts aus. Denn auch das ist ja eine Entdeckung in den letzten Wochen. Not ist immer da. Oft ist sie woanders, offensichtlicher, schlimmer, notvoller. Ein Satz, der mich in diesen Wochen immer wieder begleitet, ist der Satz Fairness der eigenen Wahrnehmung. Fairness der eigenen Wahrnehmung. Das heißt, ich versuche nicht nur auf das zu schauen, was mich selbst und mein direktes Umfeld beschäftigt, sondern ich versuche den Blick auch noch einmal zu weiten. Für die Not in dieser Welt. Ich tue das oft, indem ich sonntagsabends den Weltspiegel gucke. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal reingeschaut haben. Ich merke, das ist für mich so etwas, wenn ich so denke, es ist auch so eine Gefahr, sich in dem eigenen zu verlieren. Dann den Blick noch einmal zu weiten für diese Welt. Und dass wir uns verbünden mit den Menschen, die es noch härter getroffen hat. Ja, und vielleicht, dass wir Jesus auch einmal stellvertretend für sie fragen. Jesus, macht es dir eigentlich nichts aus? Darf man so rufen? Ist das christlich, so zu fragen? Wissen Sie was? Ich glaube schon. Und Sie und ich, natürlich können wir nicht jede Not lindern, natürlich nicht. Wo gibt es aber eine Not, die Sie und die mich, die uns nicht loslässt? Und wo ich spüre, dass mein Herz mir sagt, pass mal auf, Christiane, jetzt sind nicht die anderen dran. Jetzt bist du dran. Macht es dir nichts aus?
Und was tut Jesus? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See: Werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Was für eine Stimmung herrscht jetzt wohl im Boot? Was bewegt die Jünger? Einen Moment Zeit für sie, auf ihr eigenes Herz zu hören, und wir hören dazu ein wenig Musik. In diese Stille hinein stellt Jesus eine Frage. Und die Frage heißt: Warum habt ihr solche Angst? Und Jesus fragte seine Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Im ersten Moment dachte ich, das ist doch eigentlich eine fiese Frage, oder? Warum habt ihr solche Angst? Na bitteschön, was denn wohl sonst? Im Magazin der SMD Studentenmission Deutschland fragt der Psychologe Jörg Berger in diesen Wochen einmal: Glauben deine Nerven an Jesus? Glauben deine Nerven an Jesus? Und er bringt ein Beispiel, das vielen von uns aus den vergangenen Monaten vertraut ist. Stichwort Hefewürfel. Und er sagt, da liegen sie in einem Pappkästchen auf der sonst leeren Regalfläche, circa 15 Stück. Seit 3 Wochen gab es keine mehr. Immer wenn ich einkaufen war, waren sie gerade alle. Wie viele hättest du an meiner Stelle genommen? Und ist unser Gottvertrauen messbar in etwa so? Gabe des Glaubens. Ich blicke freundlich auf die anderen Kunden, ohne einen Hefewürfel zu nehmen. Vielleicht liegt schon einer im Umschlag zu Hause. Glaube. Ich nehme 1 bis 2 und vertraue darauf, dass der Nachschub nicht abreißt. Anstand. Ich nehme 3 und verzichte auf Hamsterkäufe. Unglaube. Ich lege 7 in den Wagen und verteile sie an der Kasse geschickt unter die anderen Einkäufe. Glaubensüberhebung. Ich nehme alle und sage, der Herr hat mich reich gesegnet, wie einer, der eine große Beute macht. Sie spüren, in so ein Mess- und Regelwerk lässt sich unser Glaube nicht bringen. Und doch, wo wird mein Glaube konkret?
Und wo ist mein Glaube, wenn mein Leben so ganz anders verläuft, als ich es mir wünsche? Liebe ich Jesus auch dann noch? Oder nur, wenn ich bekomme, worum ich ihn bitte? Es ist eine Frage, die mich seitdem, die mir wirklich unter die Haut geht. Liebe ich Jesus um seiner selbst willen oder für das, was ich bekomme? Und wie könnte Ihr Weg, wie könnte mein Weg zu einem erneuerten Vertrauen aussehen? Dazu habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht heute Morgen. Manchmal sind es Worte, manchmal Lieder oder auch Bilder, die uns einladen und ermutigen können. Denn Glaube und Vertrauen, das wissen wir alle, können wir nicht anordnen. Immer bleibt dieser Glaube ein Geschenk, wie in folgender Geschichte. Pfarrer Markus Rahn aus Marburg, der dieses Bild gemalt hat, erzählt dazu: Vor 27 Jahren bekam ich motorische Störungen in den Beinen und hatte eine ganz merkwürdige Wahrnehmung von Temperatur und Berührung. Es folgten viele Untersuchungen und ich weiß noch genau, sagt er, wie eine Ärztin mir schließlich sagte: Sie haben multiple Sklerose. Es lässt sich schwer beschreiben, meint er, was für Gefühle und Gedanken das in mir ausgelöst hat. Welche Ängste und Zukunftsvorstellungen. Und er sagt, ich habe dann einen Weg für mich gesucht, damit umzugehen. Und einmal war ich in einem Gottesdienst. Ich erinnere mich, wie ich dort saß und die Augen geschlossen hatte. Und auf einmal habe ich vor mir ein inneres Bild gesehen. Wie ein Film lief das ab. Ein wild bewegtes Meer, finstere Wolken, eine aufgepeitschte See. Und dann sah ich darin ein kleines Boot, das auf- und abgerissen wurde. Und in diesem Boot lag jemand. Er schlief. In diesem Sturm schlief er und lag mit dem Kopf auf einem Kissen. Da wusste ich, ich sehe eine Szene aus der Bibel. Jesus, der mit seinen Jüngern in einen Sturm gerät und auf einem Kissen schläft. Und nun war ich gespannt, wie es weitergeht. Dann sah ich etwas, was die Bibel nicht erzählt. Ich sah neben Jesus ein zweites Kissen. Leer. Sofort habe ich verstanden, das ist eine Einladung. Eine Einladung mitten im Sturm, mitten in allen offenen Fragen kannst du zur Ruhe kommen. Du kannst loslassen. Jesus ist da. Gott ist da. Und du kannst vertrauen, dass es ein guter Weg ist, den du gehen wirst. Dieses Bild, so sagt er, hat mir Kraft gegeben. Ich habe ein paar Tage später versucht, es in Farben festzuhalten. Und in dem gemalten Bild ist interessanterweise schon sehr viel mehr Ruhe als in dem inneren Film. Dieses Bild hängt heute in meinem Arbeitszimmer. Und es trägt mich immer noch. Ich habe bei Markus Rahn nachgefragt und er hat gesagt, sehr gerne können wir dieses Bild auch heute hier in diesem Gottesdienst verwenden. Neulich habe ich dieses Bild einer Freundin geschickt, die gerade in einer schweren Krebstherapie sich befindet. Und diese Geschichte von Markus Rahn dazu. Und sie sagt, weißt du, viele fromme Worte helfen mir manchmal nicht, aber dieses Bild, verbunden mit dieser Geschichte, hat mich getragen, als es in die heiße Phase der Therapie ging. Und noch einmal, es ist nicht nur ein Bild und eine Einladung für die anderen, es ist ein Bild, es ist eine Einladung zum Vertrauen für dich und für mich.
Und lassen Sie uns gemeinsam nicht vergessen, Gott ist da. Wir müssen das hier nicht alleine machen. Amen. Jemand, der für seinen Glauben in besonderen Zeiten Worte gefunden hat, ist der Theologe Dietrich Bonhoeffer. Und Dietrich Bonhoeffer hat so etwas wie ein Glaubensbekenntnis formuliert. Wir finden dieses Glaubensbekenntnis hier gleich auf der Leinwand. Wir hören ein wenig Musik. Ich lade Sie ein, entweder in der Stille oder wenn Sie möchten, es laut mitzusprechen, wenn Sie hier laut mitsprechen, möchte ich Sie herzlich bitten, Ihren Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Aber Sie können auch einfach in Ihrem Herzen mitsprechen und ich werde es für uns alle sagen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.